Hallo, liebe Freunde. Wir befinden uns hier gerade auf dem Video, das den so großen Beef zwischen Kuchen und KS hervorgerufen hat, der ja bei den Video Days spielt. Und ich bin sehr enttäuscht und würde mich fast aus dem würde mich vielleicht fast umbringen wegen diesem ganzen Scheiß, weil ich sehe, wie viele Hartz-IV-Empfänger wir später mal haben werden, weil mit so einer Rechtschreibung sehe ich in keinster Weise irgendwie noch Hoffnung, dass wir genug Arbeiter zusammenkriegen, abgesehen vielleicht von den Migranten, dass wir später überleben können, weil bitte schaut euch mal alle Kommentare durch und ich habe jetzt mal einen Kommentar rausgenommen, der mir ganz arg gefallen hat und ein perfektes Beispiel dafür ist. Wie verblendet eigentlich die Zuschauerschaft von KS Freak, what else? Ich lese einfach mal die erste Passage vor. Ganz ehrlich, am Ende seid ihr schuld. Erstmal seid. Man schreibt seid mit D. Oder sollte die Schuld eine Zeit sein? Wenn dann, wenn das sein sollte, dann tut's mir leid. Und dazu bitte, wie immer, Leerzeichen am Satzende bitte immer schön weglassen, denn das macht keinen Sinn. Würdet ihr nicht auf die Bühne stürmen, würde nichts passieren. Also erstmal wieder das, was ich gerade eben gesagt habe mit dem Satzende und dem Leerzeichen. Und ich glaube, ich brauche die Groß- und Kleinschreibung gar nicht zu beachten. Es ist ja gar nicht verwerflich, wenn man die gar nicht nutzt. Wenn man im Internet ist, ist das vielleicht etwas egal. Aber da mal sollte man schon ein bisschen auf die Rechtschreibung achten. Beziehungsweise auf das Wesentliche, so dass man seine Sätze nicht zweckentfremdet, wie beispielsweise mit seid und seid. Sind zwei verschiedene Welten. Also da gebe ich ihr auf der einen Seite recht. Es hätte nie was Großes draus werden müssen, aber leider ist es doch so geworden. Und damit wurde mir klar gemacht, wie bescheuert eigentlich meine behinderte Generation ist. By the way, ich bin noch 14 und vielleicht so alt wie diese Natasa, wie sie hier heißt. Und ich hoffe, dass sie vielleicht doch nur 10 oder 11 ist, weil dann wäre das Schreibniveau noch annehmbar, dann könnte sich vielleicht noch was bessern, aber sollte sie wirklich in dem Alter von mir sein, dann bitte Mädchen, bitte besuch die Schule, ganz im Ernst. Oder lerne etwas zu verstehen. Das nennt man auch Logik und nachvollziehen. Aber gut, das könnt ihr leider ihr alle noch gar nicht. So, und was mich noch abfuckt, ist, dass ihr Videos macht, wo ihr wahrscheinlich die ärgsten Sachen von Case geschnitten hattet und vor der Kamera zeigt. Also ich brauche gar nicht erwähnen, dass das Deutsch eigentlich total für den Arsch ist. Aber ein Lob, du hast das mit Doppel-S geschrieben, aber trotzdem hast du den Komma vergessen, also ist es wieder nichtig. Was kann man dazu sagen? Also, da kann ich eigentlich nur dazu sagen, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass sie alles mit reinnehmen, wenn sie schon KS ficken wollen. Sodass man alles gegen ihn wenden kann. Und das ist eigentlich in meinen Augen total selbstverständlich. Warum sollte man nur die nicht übelsten Sachen von den Aufnahmen rausnehmen und die vorlegen? Das wäre sinnlos. Ihr sagt, er soll erwachsen sein und er soll nicht Hurensohn sagen vor 12-Jährigen. Also, als würden 12-Jährige nicht wissen, was ein Hurensohn ist. Aber ihr habt auch den Doggy-Style gemacht. Aber das ist nicht so arg wie Hurensohn oder was. Oder was, Entschuldigung. Man soll ja die Aussprache beachten. Erstmal. Ja, natürlich. Das unterstütze ich auch nicht mit dem Doggy-Style von Tim. Das ist natürlich eine Sache, die war halt eben, sagen wir mal, nicht von Vorteil und hat auch dementsprechend eine Welle ausgelöst. Aber man kennt ihn einfach so, und wenn ich ganz kurz runterscrolle, hier, ich habe ja auch einen langen Kommentar verfasst und irgendwann wurde es mir einfach zu viel, sodass ich einfach geschrieben habe, weißt du was, ich werde einfach ein Video machen und es auf meinem Kanal hochladen. Ja, da steht einem Kanal, das sollte ich vielleicht gleich abändern. Da meinte ich natürlich meinem Kanal, es tut mir leid. Auch ich mache mal ab und zu Fehler, aber nicht so viele wie in diesem Satz.
muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hier habe ich nämlich irgendwo geschrieben. Der Raid auf der Bühne war selbstverständlich nicht in Ordnung. Ich bekräfte diese Aktion nicht, aber die Reaktion von Martin genauso wenig. Dabei kann man sogar Martins Aktion entkräftigen. Von Tim erwartet man schon teilweise sowas. Er ist dafür bekannt, YouTube-Verpester zu verarschen und zu erniedrigen. Man könnte auch sagen, dass er Offensichtliches auf seinem Kanal liegt. Mit Offensichtliches meine ich KSV. Martin hingegen zählt eindeutig zu diesen Verpestern und hat falsch reagiert. Dieses Gefasel, dass er rein aus Emotionen gehandelt hat, ist eine überflüssige Rechtfertigung. Es ist einfach unseriös, auf der Bühne sowas zu sagen. Es zeigt eigentlich nur, dass er ein genauso großes Vokabular hat wie ihr 13-Jähriger. Okay, den Satz habe ich gerade ein bisschen umgebaut. Macht aber immer noch Sinn. Ja. So kann man es im Großen und Ganzen eigentlich sagen. So, ja, was haben wir nochmal? Ihr sagt, er soll erwachsen sein und er soll nicht tun. Das hatten wir gerade. Bitte tut nicht vor der Kamera so, ja, wir haben normal wie Erwachsene reden wollen, doch KS war sehr wütend. Und so weiter. Gut, das ist eine Sache, die braucht man, finde ich, gar nicht so breit treten. Denn was für eine Kamera. Sie tun nicht so, es ist einfach Fakt. Also, sie tun einfach nicht so, es ist einfach Fakt, dass sie mit ihm reden wollten. Auch wenn, dann halt mit Videobeweis. Also, ich glaube eher mehr KuchenTV, dass er einen Vlog machen wollte, wie er sich entschuldigen wollte auf seinem Zweitkanal, was er ja auch darin gesagt hat. In einem seiner Videos. Anstatt das irgendwie ins Lächerliche zu ziehen. Daraufhin hat halt eben KSW überreagiert, was ich auch teilweise, wenn ich jetzt sagen darf, kann ich auch teilweise nachvollziehen. Ich war wahrscheinlich auch wütend, aber ich finde, das hätte man ganz anders regeln können. Selbst wenn man wütend wäre, könnte man versuchen, seine Gefühle zu zügeln, und wenn man das halt nicht schafft, dann gehört man einfach nicht in dieses Business rein und sollte sich von dieser Welt verpissen. Oder beziehungsweise von dieser Plattform, weil von diesen Spassen haben wir schon genug. Beispielsweise ApoRed, Simon Desio, Leon Mascher, alles genügend Lappen, die man in die Tonne stecken könnte. Wahrscheinlich hast du die auch alle abonniert. Nehme ich mal an, Natasha. Oder Natascha, wie man jemals ausspricht. Da steht auf jeden Fall Natasha. Ich sag's einfach mal, wie es da steht. Und sollte es Natascha heißen, dann haben deine Eltern vergessen, mindestens ein H reinzusetzen, damit dein Name einen Sinn gibt. Aber ich glaube mal, du heißt Natasha. Nehme ich mal an. Sonst würden deine Eltern es nicht so schreiben. Nehme ich doch mal an. Gut. Dann kommt, bitte halte deine Fresse. Du führst ja kein wörtliches Gespräch mit KuchenTV, also hat das eigentlich keine Relevanz, dass du sagst, bitte halte deine Fresse. Ich weiß jetzt nicht, warum er seine Fresse halten sollte, wenn du mitten in die Kommentare was schreibst und du eigentlich gar kein Gesicht zu Gesicht sprich gerade mit Kuchen hast. Und ich glaube, du würdest sowas kaum zu ihm ins Gesicht sagen. Gut, und außerdem, ich glaube nicht, dass KS mit 5 bis 7 Leute, okay Leute, das war nicht so nice, welcher bekloppte Mensch schreibt Leute mit einem Umlaut? Verfick nochmal ein Umlaut. Ne, das zeigt einfach schon wieder, wie hoffnungslos man diese Welt aufgeben kann. Aber so kenne ich ihn nicht, er ist höchstens mit 3 Leuten, das heißt Matthew, Krappi und noch jemand, aber nie im Leben 7, ich glaube es nicht. Also dein Glaube kannst du gleich mal in den Arsch schieben, wo bestimmt schon 100 Schwänze drin waren, so naiv wie du bist. Du kennst ihn also so nicht. Also heißt es etwa, du kennst KSV persönlich, und selbst würdest du ihn wirklich kennen, du wärst seine Cousine oder sonst was, dann weißt du rein instinktiv, dass es wirklich nur drei Leute hätte sein können. Matthew, Krappi und noch irgendjemand? Okay, gut. Das mit Matthew und Krappi kann gut sein, dass die dabei waren. Sind ja seine engsten Homies, sag ich mal. Aber gut, im Hintergrund sieht man im Video mehr. Könnt ihr ja nachschauen. Da gibt es ja so manche kleine Snapshots, die man machen kann. So, ich mache jetzt kurz den zweiten Part.